perfekter Schlumpfhänger. Und nun wird er ausprobiert. Haha, es klappt. Mein Fußabdruckanzeiger funktioniert. Vielleicht ein bisschen zu stark, aber dies hier gleicht es aus. Schließlich gibt es nichts Schlimmeres als Schlümpfe, die übermütig werden. Augenblick mal, Klamsi, was ist das da auf deinem Stamm? Was? Wo? Ah! Oh, das? Hey, du bist ein netter kleiner Kumpel. Er mag mich. Es hat offensichtlich nicht die Spur von Charakter. Hey, was hast denn da erwischt, Klamsi? Oh, das? Ich weiß auch nicht. Och, ist das niedlich. Papa Schlumpf sollst du erst mal ansehen. Papa Schlumpf sagt auch immer... Sieh mal, was ich gefunden habe, Papa Schlumpf. Darf ich's behalten? Ein Fussel. Nein, Klamsi, auf keinen Fall. Bring's dahin, wo du's gefunden hast. Siehst du, ich sag dir, Papa Schlumpf muss ihn zuerst sehen. Aber nein, du weißt es ja immer besser. Och, aber Papa Schlumpf ist doch so klein. Kleine Fussels bringen großes Unglück. Bring ihn sofort zurück. Ja, Papa Schlumpf. Also, Schlümpfe, ladet die Stämme auf. Wir fahren nach Hause. Och, entschuldige, kleiner Fussel. Wir müssen uns leider trennen. Du musst jetzt dein Schnäuzchen halten oder die Sache ist geplatzt. Schlumpfspuren, es dauert nicht mehr lange, Asael, es dauert nicht mehr lange. Wohin könnten die kleinen Biester wohl gegangen sein? Komm sofort da runter, du kleine blaue Baumkröte. Furchtbar, furchtbar. Asrael, sieh doch, es funktioniert. Immer geradeaus zum Damm. Wir müssen sofort mit den Reparaturen beginnen. So, kleiner Fussel, ich wette, du bist hungrig. Ich gehe wieder an die Arbeit. Wiedersehen. Kleiner Fussel,
Fertig oder nicht? Ich komme. Schlaubi! Schlaubi, ich brauche einen kleinen Tipp. Entschuldige, Klamsi, aber es ist Mittagszeit und Mittagszeit eignet sich nicht für Probleme, sondern nur fürs Essen. Du siehst, sie wissen das auch. Also? Nein, hinaus! Ah, wo kommen diese Fussels her? Ihhh. Oh, weia, die fressen mein Haus. Papa Schlumpf hatte recht. Fussels bringen großes Unglück. Und er wird sehr verschlumpft sein, wenn er rauskriegt, dass du ihm nicht gehorcht hast, Klamsi. Ja, ja, das wird er. Was soll ich denn nur tun? Weiß ich auch nicht, aber tu's schnell. Schau, schau nur. Papa Schlumpfs Labor. Oh, Tagchen, Papa Schlumpf. Was nicht in Ordnung, Klamsi? In Ordnung? Nein, ja, ich, vielleicht noch ein bisschen Suppe, Papa Schlumpf. Oder vielleicht ein paar Kekse. Besser nicht. Das Beste ist ein kleiner Spaziergang nach dem Essen, Papa. Aber ich habe doch noch gar nicht gegessen. Was geht hier eigentlich vor? Ah, Fussels. Klamsi, ich habe dich gewarnt. Fussels bringen Unglück. Ach, ich weiß, Papa Schlumpf, und es tut mir ja auch so leid. Die fressen mir das Labor leer. Sammle auch den letzten Fussel noch ein und bring sie alle zurück in den Wald. Jetzt! Ja, Papa Schlumpf. Wir kommen ihnen näher, Asrael. Ich fühle es, ich fühle es. Da, was habe ich dir gesagt? Hier waren Schlümpfe, der Duft ist noch ganz frisch. Asrael, es kann auf keinen Fall mehr lange dauern. Gleich haben wir sie. Kusch, kusch, kusch. Jetzt schau, Fussi, lauf, hauern. Oh, oh nein. Schlumpfine, die beste Art, sie loszuwerden, ist sie zu erschrecken. Pass auf, hier Fussels ein Geschenk für euch. Eine kleine Überraschung. Das war der letzte Schlaubi. Das war aber auch höchste Zeit. Lass sie uns wegschlumpfen, wie Papa Schlumpf gesagt hat. Ach, endlich habe ich meine Ruhe. Papa Schlumpf! Papa Schlumpf, schnell! Die Fussels fressen unseren Damm! Was? Oh, Feuer! Oh, schneller! Ich hasse Fussels! Platz für Papa Schlumpf! Kreuz die Finger! Schlümpfe! Fangt alle Fussels ein, bevor sie aufwachen. All diese kleinen Fussel dürfen schlafen, aber ich... Oh nein, Papa Schlumpf, sie wachen auf! Komm, raus, Papa! Raus, hab ich gesagt! Das war der Rest meines Schlafmittels und es ist keine Zeit, ein neues herzuschlumpfen. Fantastisch, ein echter Schlumpfpfad. Diese missratenen Schlümpfe werden früher oder später hier vorbeikommen. Und wenn sie das tun, sind wir bereit. Es ist zwecklos, Schlümpfe. Wir haben getan, was wir konnten. Das ist der Untergang. Das Ende des wunderbaren Schlumpfteiches. Und an allem bin ich schuld. Nein, Harmonie, das ist ja grässlich. Hör auf. Nein, Harmonie, blas weiter, lauter. Na sowas, zieht mal. Lauter, Harmonie, sie lieben deine Musik. Tatsächlich? Ja, diese reizenden Fussel haben ja Geschmack. Aber was soll ich mit ihnen machen? Zurückbringen in die Wälder, wo sie hingehören. Psst.
kommen die Schlümpfe mit ihrer ganzen widerlichen Fröhlichkeit. Aber bald machen wir diesem Treiben ein Ende. Wir haben die Schlümpfe, wir haben sie, Azrael. Dem Gewicht nach zu urteilen, haben wir sie auch alle. Ach du meine Güte, Papa Schlumpf, was wird er mit diesen armen kleinen Fussels machen? Ich weiß es nicht, Lamsi, aber wir werden's erfahren. Zu guter Letzt gehören uns die Schlümpfe nun doch noch alle. Weg sofort, weg zurück in die Kiste, ich hasse euch! Dieses Mal sind sie zu weit gegangen. Ich kriege diese verkommenen Schlümpfe. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue... Jetzt habe ich euch, ihr kleinen blauen Leckerbissen. Lauf, Klamsi, lauf! Hilfe! Dieses Mal werdet ihr mir nicht entkommen. Spring über die Wurzel! Hilfe, ihr habt mich! Lass mich runter! Hilfe! Ruhe! Beim Essen redet man nicht. Oh nein! Doch nicht! Hilfe! Hilfe, Handy! Ich kann das nicht mit ansehen. Hilfe! Nein, ich will nicht gegessen werden! Nichts geht doch über ein frisches Schlumpf-Sandwich. Da! So schnell weg hier. Wir nehmen eine Abkürzung. Handy, du hast mein Leben gerettet. Und ich verspreche dir, das werde ich dir niemals vergessen. Ach, nicht der Rede wert, Klamsi. Schlümpfe helfen sich doch immer. Also dann, bis morgen. Gut, aber ich werde mich revanchieren. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Klamsi, was machst du denn da? Ich bring dir das Frühstück ans Bett. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Aber du brauchst dir doch keine Umstände zu machen. Wirklich nicht. Aber das mache ich doch gern für dich. Bleib ruhig im Bett liegen und überlass alles mir. Es ist angerichtet. Danke, Klamsi. Warte, warte. Zuerst die Serviette. Guten Appetit. Das ist ja sehr nett von dir, aber beim Frühstück habe ich nie großen Appetit. Macht nichts, dann gibt's dafür ein riesiges Mittagessen. Nein, nein, nein. Ich habe wirklich keine Zeit fürs Mittagessen. Ich habe in der Werkstatt noch viel zu tun. Viel zu tun? Aber dabei kann ich dir doch helfen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Also sag, was ich tun soll. Weißt du, du schaust mir besser erst mal zu. Gut. Siehst du? So. Oh, Klamsi, geh doch bitte ein bisschen mehr zur Seite. Oh, aber gern. Weißt du was? Du kannst mir ein paar Schrauben von der Werkbank holen. Mach ich. Ich hol die Schrauben von der Werkbank. Ich hol die Schrauben von der Werkbank. Hier sind die Schrauben. Was war das denn? Weiß ich auch nicht. Aber ich habe ganz schnell alle Schrauben da rausgeholt. So ist's gut, Klamsi. Du schleifst sorgfältig dieses Brett ab und ich arbeite an der neuen Vogelscheuche. Das wird ihn wohl für eine Weile ablenken. Handy, ist so genug? Nein, mach weiter. Ist jetzt genug? Nein, mach weiter. Handy? Du sollst weitermachen. Handy, meinst du nicht, es reicht? Klamsi, mach weiter. Sag mal, was
wo bist du? Ich bin hier oben, Henry. Ich glaube, es reicht wohl. Das darf doch nicht wahr sein. Hier, Farmi, die vollautomatische, windgetriebene Vogelscheuche. Ja, und ich habe beim Bauen geholfen. Aber da liegt ja ein großer Stein im Weg. Den werde ich gleich mal wegräumen. Nein, tu's nicht. Ach, lass nur, ich schaff's schon. Es ist das Mindeste, was ich tun kann. Wir müssen sie aufhalten. Sie rollt auf die Häuser zu. Achtung! Die automatische Vogelscheuche ist los. Vorsicht! Ich hasse automatische Vogelscheuchen. Los, Hünsel, wir müssen sie fallen. Ja. Ich hab sie. Ich auch. Ich auch. Ja! Meint ihr, wie hat er uns? Auweia! Ich hasse Auweia. Hey, die ist ja toll, deine Vogelscheuche. Kein Vogel ist mehr zu sehen. So, und wobei kann ich dir jetzt helfen? Bei nichts, bei gar nichts, bloß nicht. Aber du hast mir doch das Leben gerettet und... Das hätte ich für jeden anderen Schlumpf auch getan, also vergiss es ganz schnell, kapiert? Gut, ich hab's kapiert. Also, Clumsy? Was soll ich tun? Schrauben holen, Bretter schleifen? Nein, du sollst bloß ein bisschen Holz für mich sammeln. Sicher, das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Ich fürchte, den werde ich nie wieder los. Ich glaube, es gibt nur einen Schlumpf, der dieses Problem lösen kann, ohne Clumsy damit zu kränken. Vielen Dank für dieses liebenswürdige Kompliment. Ich denke, dieses Problem kann nur dann gelöst werden. Ich meinte damit Papa Schlumpf. Ach so. Also, liebe Schlümpfe, wir müssen die Sache so aussehen lassen, als wäre Handy in höchster Gefahr. Handy wird um Hilfe rufen und sich dann von Clumsy retten lassen. Ja! Das ist genau der Vorschlag, den ich auch machen wollte. Der Plan ist einfach, aber genial. Ich wollte... Manchmal glaube ich wirklich, ich bin ein verkanntes Genie. Handy, bist du bereit? Ja, los, Schlumpfine, zieh ihn hoch. Ja, es klappt tatsächlich. Dann kann's ja losgehen. Also, ruf Clumsy her. Ich sammle Holz für Handy. Ich sammle Holz für Handy. Hilfe! Hilfe! Oh, das ist Handy. Halt aus, Handy! Ich komme! Hilfe! 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 Kommt er schon? Nein, er geht den falschen Weg. Ja, jetzt kommt er. Nein, falsche Richtung. Ja, jetzt kommt er wirklich. Hilfe! Hilfe! Was ist passiert? Wo ist Handy? Da, der große Baumstamm hat ihn eingeklemmt. Mach dir keine Sorgen, Handy. Ich werde diesen Baumstamm schon klein kriegen. Mit Schleifpapier? Psst, das Seil. Ach, könnte doch ein starker Schlumpf an diesem Seil ziehen. Ja, ein starker, mutiger Schlumpf wie unser Clumsy müsste an diesem Seil ziehen. Ein Seil? Oh ja, natürlich! Oh, oh doch nicht das Seil! Der Clumsy! Sowas aber auch, Handy. Du hast mich schon wieder gerettet. Jetzt muss ich mich also doppelt revanchieren. Oh. Hoffentlich klappt's diesmal, Papa Schlumpf. Da kommt er, Handy. Hilfe, Hilfe! Oh, halt aus, Handy! Ich rette dich! Es ist nur... Eigentlich kann ich nicht schwimmen. Du könntest das Ruderboot nehmen. Hä? Na klar, das Ruderboot! Wenn ich nur wüsste, wie man rudert. Ganz einfach, wir helfen dir. Halt aus, Handy! Ich bin gleich da! Nur noch ein Augenblick! Oh, nicht so schnell, Clumsy, du musst bremsen! Haltet das Seil fest! Oh, Hilfe! Hilfe, ich ertrinke! Halt dich fest, Clumsy, und schlumpf um dein Leben! Wir schaffen es! Handy, du hast mich schon wieder gerettet. Es ist wirklich ein Wunder. Mich wundert gar nichts mehr. Jetzt hab ich's. So wird Clumsy sich bestimmt revanchieren können.
Wir bauen ein Monster und tun so, als ob es Handy entführt. Und der mutige Clumsy schlägt es dann in die Flucht. Ja, ein gefährliches Monster. Das bauen wir aus der Vogelscheuche. Eine sehr, sehr gute Idee, Papa Schlumpf. Oh, das sieht ja wirklich schrecklich aus. Soll es auch. Damit wird es funktionieren. Mann, das Rad sitzt noch etwas locker. Ich hole einen Stein zum Festklopfen. Seht euch das an, das gefährliche Monster! Hallo, ihr Schlümpfe da drin! Ist ja ganz schön hässlich. Handy wartet da drüben auf sein Monster. Wirklich sehr gut gelungen, Papa Schlumpf. Das war eine prima Idee von dir. Ich hasse Monster. Und ich hasse auch Monster, die brüllen. Oh, toll, was ihr aus meiner Vogelscheuche geschlumpft habt. Ihr macht das prima, Schlümpfe. Hilfe, Clumsy, rette mich. Das hört sich ja fast echt an, finde ich. Ihr dürft mich doch nicht so fest drücken. Das ist die tollste Idee, die Papa Schlumpf jemals gehabt hat. Hey, was soll das? Bring das zurück. Moment mal, das fühlt sich ja echt an. Das ist überhaupt keine Vogelscheuche, es ist wirklich ein Monster. Hilfe, Hilfe, helft mir! Großer Schlumpf, Handy befindet sich in den Klauen eines echten Monsters. Hey, du großes Biest, lass Handy sofort runter. Ja, und zwar ein bisschen plötzlich, wenn ich bitten darf. Papa Schlumpf würde nämlich... Hilfe! Hilfe! Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich werde dich befreien. Jetzt geht's dir an den Kragen. Wow, Clumsy. Du hast mir das Leben gerettet. Wirklich? Dann sind wir ja jetzt endlich quitt. Jawohl, das seid ihr. Und ich bin stolz auf euch beide. Aber nicht doch, Papa Schlumpf. Hä? Also, wie ich die Sache sehe, steht Handy in der Schuld von Clumsy, der jetzt wiederum Handy gerettet hat. Und deshalb müsst ihr jetzt natürlich Handy, nein, ich meine natürlich Clumsy. Also, wie Papa Schlumpf schon sagte, jetzt sind die beiden quitt. Ich hab noch Wurzeln für Papa Schlumpf. Ich grab nach Wurzeln für Papa Schlumpf. Radadadi, radadidei, na sowas. Immer wieder diese blöden Steine. Das bin ja ich. Aber meine Hacke ist doch noch ganz. Blöder Stein. Ha, ich grab nach Wurzeln für Papa Schlumpf. Ich grab nach Wurzeln. Aber das habe ich doch im Stein gesehen. Kann dieser Stein die Zukunft voraussagen? Toll, das muss ich unbedingt Papa Schlumpf erzählen. Der wird sich freuen. Ein Stein? Ja, ich war gerade beim Grab. Clumsy, es geht wirklich um wichtigere Dinge. Der Regen ist durchs Dach getropft und hat wichtige Heilwurzeln zerstört. Du solltest neue holen, und zwar mehr als das hier. Entschuldige, Papa Schlumpf, aber dieser Stein hier... Schluss jetzt, Clumsy, ich habe noch viel zu arbeiten. Auweia. Jawohl, Papa Schlumpf. Fauli, sieh dir mal meinen Stein an. Was für ein Stein? Hier, der sagt die Zukunft voraus. Die Zukunft? Ach, Clumsy, das träumst du doch nur. So wie ich, wenn du mich nicht geweckt hättest. Oh, wie ist das schön. Hey, Beauty, willst du mal was Schönes sehen? Sicher, ich sehe mich. Oh. Hey, Muffy, willst du mal meinen Stein sehen? Er verrät mir die Zukunft. Ich hasse die Zukunft. Oh. Toll, es geht schon wieder los. Mr. Torti, der wirft das ganze schöne Essen weg. Oh. Hey, Schlümpfe, hört mal her. Ich sage euch, Torti wird gleich das ganze Essen aus dem Fenster werfen. Torti und Essen wegwerfen, das möchte ich erleben. Clumsy, was erzählst du bloß für dummes Zeug? Pfui, weg damit. Das
glaub ich einfach nicht. Torti, was ist nur in dich gefahren? Gar nichts. Ich hab diese Kuchen bloß mit Salz statt mit Zucker gebacken. Die sind ungenießbar. Seht ihr? Der Stein hat wieder recht behalten. Hey, den muss ich mir mal ansehen. Ich sehe überhaupt nichts. Ich auch nicht. Vergiss es, Clumsy. Es war wohl doch nur ein Zufall. Nein, das war es nicht. Es... Oh, wartet. Schaut her, das ist Schlumpfines Haus. Es wird in die Erde versinken. Ach, was redest du für'n Quatsch? Schlumpfines Haus ist sehr stabil gebaut. Ich weiß es. Ich habe ja den Keller gegraben. Wirklich? Aber du wolltest doch diese Stützbalken einbauen. Was sagtest du, Stützbalken? Ein toller Keller, Hefty. Das ist ja wirklich nicht zu fassen. Kann der Stein wirklich in die Zukunft sehen? Was in aller Welt geht hier eigentlich vor? Mein Stein geht dir vor, Papa Schlumpf. Er sagt die Zukunft voraus. Ich hab davon gehört. Ja, ich erinnere mich. Wer so einen Stein ausgräbt, kann damit in die Zukunft sehen. Aber nur er ganz allein. Das bin ich. Das bin ich. Ich glaube, die Sache ist harmlos, Clumsy. Aber denkt daran, Schlümpfe. Eure Zukunft ist, was ihr daraus macht. Da hilft euch kein Zauberstein. Ja, Papa Schlumpf. Also mach keinen Unsinn damit, Clumsy. Aber ich doch nicht, Papa Schlumpf. Wir doch nicht, Papa Schlumpf. Sag mir meine zuerst. Nein, meine zuerst. Nein, meine. Ruhe, Ruhe hier, seid still. Papa Schlumpf hat gesagt, wir sollen keinen Unsinn machen. Also, Clumsy, werde ich dich nach Hause begleiten. Ganz wie Papa Schlumpf es wünscht. Schnell, Clumsy, sag mir die Zukunft voraus. Alles. Ich muss alles wissen, ja? Aber Schlumpf, das geht nicht so einfach. Aha, wenn das so ist, warum hast du mich dann hierher geschleppt? Wo ich doch so furchtbar viel zu tun habe. Clumsy, ich hab dir eine Tasche gebaut für deinen Zaubersteine. Und was ist mit meiner Zukunft? Hier, Clumsy, frisch geerntet für dich. Und ich interessiere mich für meine Zukunft. Clumsy, altes Haus, meine schönste Torte für dich. Ich schenk dir mein Lieblingsspiegel. Und ich dir mein Schmusekissen. Moment mal einen Augenblick. Als Clumsys höchstpersönlicher Privatsekretär verkünde ich nun folgende Bedingungen. Erstens, alle Fragen müssen zuerst an den Schlumpf Schlaubi gerichtet werden. Zweitens, alle Geschenke werden von Schlumpf Schlaubi geprüft und, Torti... Für meinen Geschmack fehlt etwas Zimt in der Torte, macht nichts. Das wollte ich eben gerade verbieten. Also, was ist jetzt mit meiner Zukunft? Nein, ich zuerst. Schlümpfe! Schlümpfe! Schluss jetzt mit diesem Stein. Hab lieber Holz und ernte das Gemüse. Es gibt noch sehr viel zu tun. Ja, Papa Schlumpf. Und kommt nicht wieder, bevor ihr nicht alles erledigt habt. Etwas mehr Zimt wäre gut. So, schrei nur, kleiner blauer Leckerbissen. Los, Schlümpfe, wir müssen irgendwas für sie tun. Ja, aber was? Frag doch Clumsy. Ja, natürlich. Was sagt denn dein Zauberstein? Der Stein, also... Oh, ich sehe Schlumpfine und sie ist zurückgekehrt und nichts ist ihr passiert. Na, da bin ich ja beruhigt. Hab keine Angst, Schlumpfine. Wir werden uns bald wiedersehen. Ja, also bis nachher dann. Schlümpfe, lass mich nicht allein, bitte! Hilfe! Ach, was gibt es Schöneres als eine saure Gurke? Besser sind nur Schlümpfe. Lass mich los! Du sollst mich loslassen! Aber gerne. Ah. Jetzt muss ich ihr wirklich versauern. Ja, Moment mal. Vielleicht gibt's doch noch einen Ausweg. Schlumpfine, du hast sie entkommen lassen. Na warte, ich kriege dich, du kleine blaue Kröte. Ja. Blödes Katzenvieh.
liebe Schlümpfe, ich habe euch was Wichtiges zu sagen. Aber sagt mal, wo ist denn Schlumpfine? Ach, die ist bei Gargamel. Was? Aber sie kommt bald zurück. Der Zauberstein hat's gesagt. Ja. Ihr habt wohl euren Verstand verschlumpft. Wir müssen sie retten, und zwar schnell. Folgt mir, wir werden... Schlumpfine? Siehst du, Papa Schlumpf? Der Stein hat immer recht, sie ist wieder da. Ja, aber nicht durch eure Hilfe. Jetzt habe ich aber wirklich genug. Klamsi, gib mir den Stein. Bitte, Papa Schlumpf. Jetzt zu dem, was ich euch sagen wollte. Keine gute Nachricht. Nach meinen Berechnungen ist ein schlimmes Unwetter auf dem Weg zu unserem Dorf. Oh! Ich muss schnell zur großen Wiese laufen, um wichtige Pflanzen zu sammeln, bevor der Regen beginnt. Schlaubi, du und Klamsi, ihr repariert noch mein Dach. Ja, Papa Schlumpf. Und ihr anderen werdet mit Farmi Schlumpf so schnell es geht die Ernte einbringen. Der Sturm zerstört sonst noch alles. Beeilt euch! Ja, Papa Schlumpf! Schlaubi, was machst du denn eigentlich, während ich das Loch flicke? Ich mach die Hauptarbeit. Ich werde mit größter Sorgfalt die Leiter halten. Vielen Dank, Schlaubi. Du bist ein echter Freund. Hey, das ist ja mein Stein. Hallo, Zauberstein. Oh, Schlaubi, der Stein sagt, es wird wundervolles Wetter geben. Wundervolles Wetter, also doch kein Regen. Und kein Regen heißt, das Dach kann noch warten. Und die Ernte auch. Das sagen wir den anderen, dann machen wir hier Picknick. Siehst du, Schlumpfine, schönes Wetter. Versprochen, der Zauberstein lügt nie. Schönes Wetter, ja. Und wie nennst du das hier? Naja, kleiner Schauer. Nanu, was ist das? Ist das meine Torte! Tolles Picknick, Schlumpf. Aber der Regen ist bald zu Ende, der Stein hat's gesagt. Klamsi, sag's ihnen doch. Hey, 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 ihr könnt doch nicht einfach abhauen, hey! Aber ich bin schon ganz nass, Schlaubi. Und außerdem, Papa Schlumpfs Dach muss repariert werden. Was ist denn? Hilfe! Meine Schlümpfe sind in Gefahr. Hilfe! Oje, der Regen hat sich mit meinen Zaubermitteln vermischt. Nein. Hilfe! Ich kann sie nur noch mit diesem gelben Pulver retten. Oh, Hilfe! Hilfe! Haltet mich! Ich falle! Ich falle gleich rein! Haltet aus, meine kleinen Schlümpfe. Ich zieh euch alle hoch. Seht ihr? Blauer Himmel, wie ich und Klamsi gesagt haben. Ihr hattet überhaupt keinen Grund, Angst zu haben. Aber nein, ihr wolltet ja nicht hören. Ihr wisst ja immer alles besser, nicht wahr? Wie ein sehr, sehr guter Schlumpf einmal sagte... Papa Schlumpf! Schluss damit! Das soll euch allen eine Lehre sein. Es mag ja interessant sein, in die Zukunft zu blicken. Aber wichtiger ist, was man hier und jetzt tut. Oh, ich glaube, dieser Stein hat uns alle nur durcheinander gebracht, Papa Schlumpf. Aber jetzt ist er ja für immer verschwunden. Und das ist gut so. Papa Schlumpf, ich muss dir sagen, ich habe diesen komischen Stein von Anfang an misstraut. Und das habe ich auch Klamsi gesagt, aber der hat natürlich, wie immer... Ich glaube, das hätte ich wissen können, auch ohne den Zauberstein. Ich bin fast da und habe nicht mal eine einzige Schlumpfbeere verloren. Auweia, was ist denn da drin noch einmal los? Ich streue den Schlumpfstaub über dich. Zauberstopp, erheb er sich. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Ich hab den Zauberstopp beschworen. Hey, komm sofort zurück. Ich hab gesagt, du sollst zurückkommen. Ach du meine Güte, Papa Schlumpf braucht meine Hilfe. Warte, Papa Schlumpf, ich komme. Jetzt hab ich dich. Hier bin ich, Papa Schlumpf. Danke, Klamsi. Vielen Dank. Was ist denn hier los?
Ich habe gerade einen Zauberstock beschworen mit einer alten Formel, die ich von Omnibus geliehen habe. Einen Zauberstock? Und was kann der bewirken? Er versetzt Dinge in ihren ursprünglichen Zustand zurück. Hä? Pass mal auf. Du musst nur mit dem Stock auf die Dinge zeigen und sagen, schlumpft auf. Das ist ja fantastisch, Papa Schlumpf. Jetzt sieht alles genauso wie vorher aus. So ist es. Und nicht nur das, der Zauberstock kann auch Dinge verschwinden lassen. Du musst nur irgendwas mit dem Stock anticken und sagen, Schlumpf hinweg. Einfach toll! Papa! Papa, wo bist du denn? Hast du dich auch verschwinden lassen? Verzeihung, Clumsy. Das ist das einzige Problem bei dem Dinge verschwinden lassen. Man weiß nie, wo sie wieder auftauchen werden. Daran muss ich wohl noch ein bisschen arbeiten. Aber stell dir doch nur vor, wie der Zauberstock unsere Arbeit erleichtern kann. Fürs Erste werde ich ihn mal in diesem Schrank aufbewahren. Da ist er sicher. Nun muss ich aber zu Omnibus. Ich habe versprochen, ihm die Formel so bald wie möglich zurückzubringen. Willst du mitkommen? Ich hätte schon Lust, Papa, aber ich muss hier erst mal sauber machen. Das ist brav, Clumsy. Damit hast du auch genug zu tun. Ich weiß, ich weiß. Ich wette, dass ich hier wieder Blitz aufräumen kann, wenn ich Papas Zauberstock benutze. Papa Schlumpf, hör mal! Ach, nur ist er schon weg. Also, sicherlich hat Papa Schlumpf nichts dagegen, wenn ich seinen Zauberstock benutze, oder? Nein. Oder doch? Nein. Nein, er wird sicher nichts dagegen haben. Wozu sind Zauberstöcke denn da? Falscher Schrank. Das ist der richtige Schrank, hoffe ich wenigstens. Da ist er, der Zauberstock. Wie war das jetzt? Schlumpf zurück? Nein, Schlumpf herein, Schlumpf heraus? Nein, es hieß doch auf. Schlumpf auf! Wow! Oh Mann, das ist ja fantastisch. Ich hoffe nur, das funktioniert auch mit meinen Schlumpfbären. Schlumpft auf! Wow, es hat geklappt. Mit dem Zauberstock bin ich der Geschickteste von allen. Ich weiß, ich sollte den Stock zurück in Papas Schrank legen, aber ich muss ihn einfach den anderen Schlümpfen zeigen, unbedingt. Oh Mann, ich glaube, ich kann bald nicht mehr. Dieser Korb wird mit jedem Schritt schwerer. Hey, Schlaumi, Schlumpfine. Was gibt's, Clumsy? Schaut mal, was ich da hab. Na sowas, ein Stock ist ja toll. Komm weiter, Schlumpfine. Aber Schlaumi, das ist Papa Schlumpfs Zauberstock. Clumsy, Papa Schlumpf hat aber keinen Zauberstock. Der Einzige, der einen Zauberstock hat, ist Omnibus. Aber jetzt hat Papa Schlumpf auch einen und der kann ganz tolle Dinge machen. Er kann Sachen verschwinden lassen. Du musst nur sagen, Schlumpfen weg. Jetzt glaube ich fast, dass Papa Schlumpf einen Zauberstock hat. Oh, Clumsy, was für ein Durcheinander. Oh, das tut mir leid, Schlumpfi. Oh, weia, der Stock, jetzt ist er in den Fluss gefallen. Ich hab Papas Zauberstock verloren. Du meine Güte, was soll ich jetzt Papa bloß sagen? Du musst ihm eben die Wahrheit sagen, Clumsy. Aber er weiß ja nicht mal, dass ich ihn weggenommen hab. Hey, Clumsy, guck mal, was ich hier hab. Könnte das nicht Papa Schlumpfs Zauberstock sein? Oh, klasse. Ja, natürlich. Das ist er. Nein, lieber Clumsy, den Stock bringst du jetzt Papa Schlumpf auf der Stelle zurück. Na, aber klar, doch sofort. Und denk dran, was Papa Schlumpf immer sagt. Ja, da denke ich immer dran. Tschüss. Hey, wartet! Ich habe noch nicht ausgeredet. La, 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 la. Ach ja, es gibt nichts Besseres für meine zarte Haut als einen Spaziergang an der frischen Luft. Oh. Na, was haben wir denn hier? Einen Spazierstock. Zum Ausflug der Wanderstab, den mir ein gütiger Zufall gab. Heute ist mein Glückstag. Allerdings sehe ich sehr bekleckert aus. Ich sollte vielleicht erst mal nach Hause gehen und mich etwas aufschlumpfen. Was ist denn jetzt los? Ich bin ja wieder völlig sauber. Wie ist denn das passiert? Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall kann ich jetzt weiter spazieren, ohne mir Sorgen um mein Aussehen zu machen. Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Was ein Glück, er ist nicht da. Ich muss den Zauberstock schnell wieder in den Schrank stellen, bevor er was merkt. Wieder der falsche Schrank. Naja, macht nichts. Alles, was ich sagen muss, ist Schlumpf auf. Ich sagte Schlumpf auf. Ich sagte Schlumpf auf. Also das verstehe ich nicht. Es hat doch vorher funktioniert. Wieso klappt das auf einmal nicht? Oder ist das etwa nicht der richtige Stock? Oh, weia. Papa Schlumpf. Oh, 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 jetzt muss ich mich aber beeilen. Oh, der Stock. Was für ein Krach. Was ist, Clumsy?
Hast du immer noch nicht aufgeräumt? Papa. Nein, Papa. Ich werde gleich damit anfangen. Also schön. Herrje, das ging ja noch mal gut. Na, wie gefällt's dir? Was stellt es denn da? Was soll das heißen? Was stellt es da? Es ist mein neuestes Meisterwerk. Ich nenne es Schlumpfine in einer Muschelschale. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ich finde, ein besserer Titel wäre Eitelkeit in einer Muschelschale. Eitelkeit in einer Muschelschale? Idiotisch, impossible. Ist ja gut, war nur eine Idee. Ich dachte, das würde es ein bisschen aufschlupfen. Sacre bleu, wo ist mein Gemälde hin? Wo ist es? Auf der Leinwand ist nichts mehr drauf. Was hast du denn da gemacht, Beauty? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Aber irgendetwas ist doch passiert. Mein Gemälde, es ist weg und ich wollte es dem Louvre zur Verfügung stellen. Was soll ich jetzt nur machen? Das verstehe ich nicht. Vielleicht hat dieser Stock irgendwas damit zu tun. Ach Quatsch, lächerlich. Mom, Mom, Schlumpfbären. Großmaul mag Schlumpfbären. Unsere ganze Ernte auffressen. Haltet ihn auf! Halt du ihn doch auf! Halt, Papa Schlumpf! Nur er kann helfen! Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Aus dem Weg, Klamsi! Was ist denn los? Großmaul frisst alle unsere Schlumpfbeeren auf. Und wenn wir nicht aufhalten, ist unsere Ernte im Eimer. Was machen wir jetzt, Papa Schlumpf? Ich weiß. Ich werde den Zauberstock holen. Den Zauberstock? Das ist die Idee. Der Zauberstock. Folgt mir. Warte mal, Papa Schlumpf, bist du sicher, dass du den Zauberstock dafür brauchst? Vielleicht gibt's einen anderen Weg, Großmaul zu vertreiben. Jetzt red nicht so viel, Klamsi. Beeil dich. Aber Papa! Oh, Papa. So, jetzt bin ich fast fertig. Handy, hoch! Da bist du ja. Ich hab dich überall gesucht. Ich habe diesen Stock hier gefunden. Sieh ihn dir doch mal an. Ich finde, dass er sich sehr seltsam benimmt. Ich kann jetzt nicht, Beauty. Ich muss meine neue Schlumpfbeerenteigmaschine fertigstellen. Vielleicht später. Wo habe ich denn jetzt den Zollstock hingelegt? Eine Schlumpfbeerenteigmaschine ist ja toll. Wie viel Schlumpfbeerenteig mag die wohl aufschlumpfen? Was hast du gemacht? Du hast meine Erfindung kaputt gemacht. Das ist nicht meine Schuld, es ist der komische Stock. Der Stock? Spinnst du etwa? Hey, pass doch auf, ich hätte fast mein ganzes Feuerholz fallen lassen. Hier, den kannst du gleich dazulegen. Das Ding hat mir nur Ärger eingehandelt. Bei Schlumpf, Großmaul frisst schon die ganze Zeit unsere Schlumpfbeerenernte auf. Keine Sorge, Schlumpfine, mit meinem Zauberstock werde ich ihn verschwinden lassen. Aber Papa, ich glaube nicht, ich meine, Großmaul, Schlumpf hinweg! Aua! Warum du schlägst Großmaul auf Zeh? Au! Was um Himmels Willen geht denn hier vor? Papa Schlumpf hat versucht, Großmaul mit einem Stock zu verscheuchen. Mit einem Stock? Ist alles in Ordnung mit dir, Papa Schlumpf? Mir geht's gut, aber mit meinem Zauberstock scheint irgendetwas nicht in Ordnung zu sein. Ich muss was beichten. Na los, beichte. Es tut mir leid, Papa Schlumpf, aber ich brauchte den Stock zum Schlumpfbeeren aufsammeln und dann ist er in den Fluss gefallen. Und dann muss ich den Stock wohl verwechselt haben und dann... Klamsi, was ist mit dem richtigen Zauberstock passiert? Der muss flussabwärts geschwommen sein. Das hättest du mir sofort sagen müssen. Aber wie auch immer, wir müssen den richtigen Zauberstock wiederfinden. Hey, Papa Schlumpf, ich habe heute am Fluss einen Stock gefunden, der sah genauso aus wie der. Und ich muss sagen, mit dem sind mir einige merkwürdige Dinge passiert. Und was hast du mit ihm gemacht? Ich gab ihn Torti als Feuerholz. Feuerholz? Wir müssen uns beeilen. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Ah, Schlumpfbeeren-Soufflé. Mein Lieblingsgericht. Torti! Ah! Torti, was hast du mit dem Feuerholz gemacht, das du heute Morgen gesammelt hast? Ich hab's zum Backen meines Soufflés benutzt. Oh, mein schönes Soufflé. Der Zauberstock ist weg. Ja, und was machen wir jetzt? Papa Schlumpf, schau mal, was ich gefunden hab. Da ist ja der Zauberstock. Er sieht jedenfalls so aus. Der Asta, den kannst du haben, Papa Schlumpf. Der ist sowieso zu groß für meinen Ofen. Na, dann wollen wir doch mal sehen. Schlumpf auf! Mein Soufflé! Mein Zauberstock! Wir müssen sofort zur Schlumpfbeerenstelle zurück, wenn es überhaupt noch eine gibt. Oh, du unersättliches Großmaul! Warum frisst du nicht mal irgendwas anderes? Großmaul mag Schlumpfbeeren. Schlumpfine, ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Beinahe, Papa Schlumpf. Großmaul ist dabei, den letzten Schlumpfbeerenbusch aufzufressen. Na, da nichts wie ran. Großmaul, Schlumpf hinweg. Oh, wo ist er denn jetzt geblieben?
Holzäpfel! Großmaul mag Holzäpfel! Also, meine lieben Schlümpfe, damit der Zauberstock nicht noch einmal in unerfahrene Hände gerät, werde ich ihn lieber Homnibus zur Aufbewahrung überlassen. Was meint ihr dazu? Aber Papa Schlumpf, ich würde ihn gerne für dich aufbewahren. Ich weiß nicht, Schlaubi. Ich versichere dir, Papa Schlumpf, mit dem Zauberstock werde ich alle deine Sorgen für immer hinwegschlumpfen. Papa Schlumpf! Schlaubi? Was hast du wieder angerichtet? Du hattest recht, Papa Schlumpf. Wir werden ihn lieber weggeben. Oder an die Zeit. Zeit ist doch ein schlumpfig Ding. Sommer, Winter, Herbst und Frühling. Jeder Baum und jede Blume, auch die allerkleinste Krume. Hey, Poeti, komm, spiel mit uns. Ja, wirf den Ball her. Manche von uns haben wichtigere Dinge zu erledigen. Hier bin ich, hier bin ich! Nein, 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 Clownsie. Dieser Schuss hat offensichtlich mir gegolten. Sieh dir an, was du angerichtet hast, Clumsy. Ach, herrje, tut mir leid, Schlaubi. Ich fürchte, das ist das Ende unseres Ballspiels. Kein Problem, wir kriegen den Ball wieder. Handy, meinst du, dass wir da runtergehen sollen? Sieht ziemlich gefährlich aus. Sieh mal, da führt ein Weg bis ganz nach unten. Da können wir runterlaufen. Ausgezeichnet, Handy. Wie Papa Schlumpf immer zu sagen pflegt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Papa Schlumpf sagt auch, habe Mut, etwas falsch zu machen, dann wirst du gewinnen. Und weiterhin sagt... Hey, wartet auf mich! Vielleicht ist er ja da drin. Ja, vielleicht, aber seid vorsichtig. Oh, es ist so dunkel und gruselig hier drin. Es gibt nichts, wovor wir Angst haben müssten. Wir sind absolut sicher hier. Hoffe ich. Da ist er. Oh Mann, sieht ja aus wie ein Zimmer. Ich wusste, dass mein scharfer Orientierungssinn uns direkt zum Ball führt. Sieh doch mal, ich frage mich, was da drin ist. Ich weiß nicht, kriegen wir aber raus. Wartet auf mich! Oh! Das sieht ja aber seltsam aus. Sieht aus, als wäre seit 100 Jahren hier keiner gewesen. Oh, wie wunderschön! Oh, oh je! Also hier könnte man wirklich mal sauber machen. Ich habe noch nie so viel Staub gesehen. Und so ein sensibler Schlumpf wie ich sollte möglichst den Staub meiden. Tatsache, hey, seht euch das an! Ach du liebe Zeit, was ist das denn? Das ist ein Stundenglas, Clumsy. Aha, und was macht es? Es zeigt die Zeit an. Was es hier wohl noch zu sehen gibt? Was meint ihr, ob die Kurbel wohl noch funktioniert? Oh! Aber wie... Wie sieht das denn jetzt aus? Es gibt bestimmt eine ganz simple Erklärung für dieses Phänomen. Verstehst du? Diese Pigmente, Oh, hier steht was geschrieben. Vielleicht wird es da erklärt. Genau das wollte ich vorschlagen. Hier steht, lass niemanden den Sand der Zeit jemals verändern. Was bedeutet das? Ja, was hat das zu bedeuten? Vielleicht sollten wir Papa Schlumpf fragen. Ein ausgezeichneter Vorschlag. Wir sollten auf jeden Fall Papa Schlumpf fragen. Clumsy, wir gehen. Ja, ja, ich komme, Schlaubi. Clumsy, jetzt beeil dich doch ein bisschen. Ich komme ja, Schlaubi, ich komme ja schon. Ach du liebe Zeit, ich habe noch nie einen Vogel rückwärts fliegen sehen. Clumsy, Vögel fliegen nicht rückwärts. Ach. Also komm jetzt. Für solchen Unsinn haben wir keine Zeit. Wir müssen Papa Schlumpf wegen des Stundenglases fragen. Ja. Und Papa Schlumpf wird schwer beeindruckt sein, dass ich eine so erstaunliche Erfindung gemacht habe. Naja, aber ich bin ja auch Papa Schlumpfs persönlicher Assistent, deshalb braucht er darüber eigentlich gar nicht überrascht zu sein. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, sollten wir uns freuen. Denn schließlich passiert es ja nicht alle Tage. Schlaubi, Schlaubi! Hast du das gesehen? Hast du das gesehen, wie diese Tiere rückwärts laufen? Clumsy, ich hab dir doch gesagt. Nein, er hat recht, sieh doch. Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Ja, schnell, rotz, tief, munsch, nicht tief, moss, nicht warm, nicht nur zwei, nicht nur flug, nicht... Oh nein, die Schlümpfe gehen auch alle rückwärts. Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Alles läuft rückwärts. Was sollen wir denn jetzt bloß tun? Vielleicht hat das Stundenglas irgendwas damit zu tun. Natürlich, der Sand der Zeit.
Lass niemanden den Sand der Zeit jemals verändern. Wieso habe ich denn nicht daran gedacht, der Sand der Zeit? Der Sand der Zeit? Versteht ihr nicht? Die Zeit läuft rückwärts. Dann müssen wir zurückgehen und das Stundenglas wieder umdrehen. Genau. Worauf warten wir denn noch? Lasst uns gehen! Hey, wartet auf mich! Hoffen wir, dass es funktioniert. Oh, bin ich froh. Jetzt wird alles wieder normal werden. Und wir können unser Spiel zu Ende spielen. Hey, seht euch das an. Wo ist der denn hergekommen? Sieht genau aus wie unser Ball. Nanu, hört ihr das auch? Da sind doch Stimmen. Es gibt nichts, wovor wir Angst haben müssen. Wir sind absolut sicher hier. Das klingt wie Schlumpfine und Schlaufe. Jemand versucht zu sprechen wie wir. Lasst uns nachsehen, wer das ist. Ja, niemand redet wie wir und kommt einfach so davon. Wehe, wenn ich dir in die Finger kriege. Habt ihr gesehen, was ich gesehen habe? Diese Schlümpfe sahen aus wie wir. Diese Schlümpfe waren wir. Aber wie können wir da draußen sein, wenn wir hier drin sind? Vielleicht sind wir ja Opfer einer Massenhysterie. Oder vielleicht sind wir gar nicht mehr wir selbst. Wartet, ich glaube, jetzt hab ich's. Die Zeit lief rückwärts, als wir das Stundenglas umgedreht haben, richtig? Richtig. Und sie lief wieder vorwärts, als wir das Stundenglas in die alte Position brachten. Und das würde dann bedeuten, Dinge, die vorher passiert sind, müssen nochmal passieren. Diese Schlümpfe kamen hierher, um ihren Ball zu suchen. Genau wie wir, bevor wir das Stundenglas fanden. Aber sie haben ihren Ball nicht bekommen. Hier ist er. Ach du lieber, mein Vater, das ist alles so verwirrend. Wo sind sie? Ich meine, wo sind wir denn hingegangen? Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Und dann noch zwei Tropfen, das dürfte reichen. Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Was ist? Wir spielten in der Nähe des Stony Canyon. Und dort fanden wir eine Höhle. Und da waren Schlümpfe drin, die genauso aussahen wie wir. Schlümpfe? Genauso wie ihr? Wovon redet ihr denn nur? Es ist wahr, Papa Schlumpf. Sehr merkwürdig. Das werden wir uns gleich mal ansehen. Kommt, meine kleinen Schlümpfe, zeigt mir diese Höhle. Oh, ich bin so durcheinander. Was sollen wir nur tun? Wir werden es schütteln, damit schneller läuft. Leg es auf die Seite! Nein, nein, hört mal zu. Ich habe da einen besonders brillanten Plan. Oh, seid vorsichtig! Nein, so rum! Was los? Oh nein! Platz 100! Was haben wir nur getan? Wir gehen lieber mal nachsehen. Ja, ist wahrscheinlich besser. Auweia, es ist ja so schrecklich still ja, hier draußen. Ja, zu still. Ich habe ein ganz komisches Gefühl. Hey, Schlaubi, guck mal da! Und hier. Und da drüben. Oh, wenn doch nur Papa Schlumpf hier wäre, um uns zu helfen. Da ist der Schlumpfine. Ich fürchte nur, er wird uns keine große Hilfe sein. Oh, armer Papa Schlumpf. Wir Armen. Lasst uns zum Dorf gehen, vielleicht finden wir da etwas. Oh nein, Harmony. Oh nein, Hefty. Torti kommt nicht dazu, seinen Pfannkuchen zu essen. Ich kann das nicht glauben, das ergibt doch alles keinen Sinn. Es gibt niemanden mehr, der uns helfen kann. Nein, niemanden. Was sollen wir denn jetzt machen? Solange das Stundenglas zerbrochen ist, können wir gar nichts machen. Hey, wie wir sind, wir ein neues Stundenglas blasen. Meine Idee, Handy. Wir brauchen Handfeger und Schaufel, eine schwere Bratpfanne und möglichst viel Glas. Wird gemacht, Handy. Na bitte, wir haben's geschafft. Oh, seht euch das an. Oh, Handy, wir wussten, dass du es schaffst. Gut, dass du meinen Rat befolgt und das Drehlager am Rahmen befestigt hast. Das war der ganze Sand, Handy. Ich habe kein Körnchen liegen lassen. Ich hoffe, dass es auch funktioniert. Es wäre schon gut, sonst stecken wir in großen Schwierigkeiten. Also, los geht's. Es scheint zu funktionieren. Lass uns mal nachsehen. Ah, der Sand der Zeit. Die Zeit und die Gezeiten warten auf keinen Schlumpf. Hey, wartet auf mich! Oh nein! Was haben wir getan? Lass uns hier verschlumpfen! Es ist schrecklich! Was machen wir jetzt, hä? Was macht ihr denn hier? Wir wollten gerade. Ist euch eigentlich klar, was ihr getan habt? Ihr habt den Sand der Zeit durcheinander gemischt.
Was ist denn nur passiert, Vater? Ich verstehe das nicht. Draußen spielt alles verrückt. Das sind diese kleinen blauen Vandalen. Ich habe sie gerade dabei erwischt, wie sie den Sand der Zeit im Stundenglas durcheinander gemischt haben. Dann werden wir ihn einfach wieder entmischen, nicht wahr? Also sei lieb und gib mir deine Hand. Oh, sehr gern. Sekunden, Minuten, Tage und Stunden seid ewig durch unsere Kräfte verbunden. Sandkörner fallt langsam herunter, Mond geh auf und Sonne unter. Auch ihr Sterne strahlt und blinkt, als ob der ganze Himmel winkt. Wolken, lasst den Regen frei, schenkt uns Sonne, eins, zwei, drei, alles sei, wie es vorher war. Also ich sage euch, irgendetwas ist hier nicht in Ordnung. Wir müssen sofort Mutter Natur aufsuchen. Nanu, Schlaubi, Klamsi, Schlumpfine, wo seid ihr denn? Hier sind wir, Papa Schlumpf. Mutter Natur, aber wir... Diese neugierigen Schlümpfe haben an dem Stundenglas von Vater Zeit herumhantiert. Ich verstehe. Es tut mir wirklich aufrichtig leid. Ich sollte sie alle in Kinder verwandeln. Das wäre ihnen sicher eine Lehre. Und nehmt es ihm nicht übel. Am Anfang eines Jahrtausends ist er immer etwas muffelig. Ja, das verstehe ich sehr gut. Kommt, meine kleinen Schlümpfe, es ist Zeit, nach Haus zu gehen. Ich bin so glücklich, dass alles wieder normal ist. Ich hasse normal. Ja, meine kleinen Schlümpfe, ihr hattet die Zeit verdreht und habt nun gesehen, wie das so geht. Endlich, endlich hab ich's fertig. Zeit ist doch ein schlumpfig Ding. Sommer, Winter, Herbst Nein! und Frühling. Es scheint, als hätten einige Schlümpfe keine Zeit für große Kunst. 2,6 Fledermausfußnägel, 3,9 Löwenzahnsporen, 7/10 einer Warzenschweinwarze, und eine Prise Hexenkraut. Bitte sei vorsichtiger, Schlaubi. Dieses könnte die wichtigste Formel sein, die ich je geschlumpft habe. Sag mal, Papa Schlumpf, was ist es denn? Es ist eine Unsichtbarkeitsformel. Damit könnt ihr Gargamel für immer lächerlich machen. Davon erholt er sich nie. Leider erfordert diese besondere Formel ganz genaues Abmessen, lästige Zeitplanung und genaues... Sei nur ein bisschen vorsichtiger mit dem Hexenkraut, Schlaubi. Ich bin stets der Meinung, das Höchstmaß an Bildung erreicht man durch Versuche und Fehler. Findest du nicht auch? Es sind lediglich die Fehler, die mir Sorgen machen. 2,6 Fledermausfußnägel, 3,9 Löwenzahnsporen, 7/10 einer Warzenschweinwarze und eine kleine Prise Hexenkraut. Au! Hey! Pass auf! Klamsi! Sag doch mal was, Klamsi! Geht's dir gut? Oh, ich fühle mich nur ein bisschen schwindelig, Schlaubi. Klamsi ist in Ordnung, aber meine Notizen sind völlig ruiniert. Ah, mein Gedächtnis ist nicht mehr das, was es mal war. Ich kann mich nicht einmal mehr an die Grundzutaten erinnern. Ich weiß sie noch, Papa Schlumpf. Ja, wirklich? Ja, Unsichtbarkeitsformel. 2,6 Fledermausfußnägel, 3,9 Löwenzahnsporen, 7/10 einer Warzenschweinwarze und dann noch eine Prise Hexenkraut. Das ist eine Prise Hexenkraut und zwar ganz genau. Wie kann er das nur alles wissen? Es scheint, die Explosion hat Klamsis Gedächtnis verändert. Wenn das so ist, kann ich die Formel jetzt sofort neu mischen. Ja, schon, aber wenn du mich fragst, gehen wir ein großes Risiko ein. Du kennst doch Klamsis Gedächtnis, Papa Schlumpf, oder? Das geht schon in Ordnung, Schlaubi. Ich werd's versuchen. Aber Papa Schlumpf! Und wenn ich recht habe, wird Klamsis neues Gedächtnis von nun an viele Dinge hier viel schlumpfiger machen. Melasse, Azrael, ist der wichtigste Bestandteil meiner Sirupfalle. Endlich habe ich herausgefunden, was man braucht, um diese unzivilisierten kleinen Schlümpfe auszurotten. Und sollten Sie jetzt den hübschen Weg da unten lang gehen, werden Sie dank der Melasse nicht nur an ihm kleben bleiben, sondern auch noch besonders köstlich schmecken. So, das dürfte reichen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Klamsis Berechnungen richtig sind, liegt unter uns gesagt außerhalb des Bereiches des als möglich Vorstellbaren. Hä? Wo ist er? Hier, meine kleinen Schlümpfe. Meine Formel funktioniert perfekt. Schlaubi, Papa Schlumpf ist unsichtbar. Na, das sehe ich doch. Wenn meine Theorie richtig ist, wird Klamsi alle wichtigen Schlumpfinformationen auswendig lernen können. Dadurch kann keine Information verloren gehen. Sie steht uns zur Verfügung, wann immer wir sie benötigen. Wir werden mit den wichtigsten Formeln beginnen.
Ich werde sie deinem magisch vergrößerten Gedächtnis einlesen. Papa Schlumpf, du bist ja gar nicht mehr unsichtbar. Die Wirkung hält nur sehr kurz an. Aber dank deiner neuen Fähigkeiten kann ich es jederzeit wiederholen. Also, jetzt lasst uns mit der Grundbeschwörung anfangen. Alles ist fertig, Asrael. Nur ein kleiner Ruck an meinem Sirup-Wegtau und schwupp gehören die kleinen blauen Kerle mir. Durch dieses Horn werde ich genau hören, wann sie kommen. Achtung! Alle herhören! Alle Schlümpfe versammeln sich auf dem Dorfplatz für Papa Schlumpfs Bekanntmachung! Also, meine kleinen Schlümpfe, meine Unsichtbarkeitsformel ist endgültig ein Erfolg. Ja! Ich muss jedoch sagen, dass ich es nicht ohne meinen noblen Assistenten geschafft hätte. Ja, Ehre wem Ehre gebührt, sage ich immer. Die Menge erwartet jetzt natürlich eine Rede von mir. Es ist dein Verdienst, lieber Klamsi-Schlumpf. Hallo alle miteinander. Hallo, Klamsi. Seit einer Explosion in meinem Labor hat Klamsi das perfekte Gedächtnis. Das werde ich nie vergessen. Klamsis neues Talent kann uns allen helfen. Sein Gehirn hat schon all meine magischen Formeln gespeichert, einschließlich der Unsichtbarkeitsformel. Oh, das ist ja nicht zu glauben. Das alles kann er auch für euch tun. Handy, Klamsi kann all deine Baupläne speichern. Scheint eine ausgezeichnete Idee zu sein. Fami, lass Klamsi all deine Bepflanzungspläne festhalten. Es liegt ganz in meinem Interesse, aus jeder Weinlese eine Rekordernte zu machen. Poeti, er wird all deine Gedichte auswendig lernen. Ah, und damit der Nachwelt erhalten. Torti, du kannst ihm all deine Rezepte nennen. Meine Kuchen, meine Puddings, meine Pasteten. Schlumpfine, lass Klamsi deine Blumen katalogisieren. Damit könnte ich wirklich sehr viel Zeit sparen. Was ist das für ein schlumpfig Ding? Der Klamsi hat alles im Kopfe drin. Nachwelt, du wirst von uns hören und alles wird dich sehr betören. Was ist das für ein schlumpfig Ding? Der Klamsi hat alles im Kopfe drin. Nachwelt, du wirst von uns hören und alles wird dich sehr betören. Was ist das für ein schlumpfig Ding? Der Klamsi hat alles im Kopf. Was mache ich denn da? Wer singt da nur? Das können doch nur diese widerlichen, glücklichen Schlümpfe sein. Gut, sie haben aufgehört. Ich fühlte schon Ekel aufkommen. Wenigstens wissen wir jetzt, dass sie in der Nähe sind, Asrael. Jetzt wird es nicht mehr lange dauern, bis einige der kleinen blauen Barbaren hierher kommen. Wenn sie erst mal auf meinem Sirupweg leben, werden sie für mich singen zum Festschmaus. Haha! Wir schlumpfen uns einen neuen Tag, denn die Zukunft ist bald da, die ich mag. Wir schlumpfen uns einen neuen Tag, denn die Zukunft ist bald da, die ich mag. Oh, Poetin, das war aber poetisch. Und was bedeutet es? Frage nicht nach wie und was. Lerne es, denn das macht Spaß. Oh ja, natürlich, ich hätte es fast vergessen. Eine Tasse Weizenkeimmehl und 2 frische Rotkehlcheneier. Eine Tasse Weizenkeimmehl und 2 frische Rotkehlcheneier. Ich glaube, das ist jetzt genug, Klamsi. Alles von Apfelklößchen bis Zucchini à la Schlumpf. Narzissen, Gänseblümchen, Löwenzahn, die Chondra. Oh je, können wir nicht eine kleine Pause einlegen? Aber ja, was ist denn los, Klamsi? Ich krieg langsam Kopfschlumpfen. Es macht wirklich keinen Spaß, ein Genie zu sein. Aber denk an die Arbeit, die du jedem Schlumpf abnimmst. Alles, was den Schlümpfen wichtig ist, hast du gespeichert. Einschließlich Papa Schlumpfs Unsichtbarkeitsformel. Unsichtbarkeitsformel? Hast du das gehört, Asrael? Diese Unsichtbarkeitsformel wird meinem Sirupfallenplan doppelt nützlich sein. Du bist ein sehr wichtiger Schlumpf geworden, Klamsi. Aber wenn du nicht glücklich bist, tja... Ja. Jetzt hab ich euch! Du hast also Papa Schlumpfs Unsichtbarkeitsformel auswendig gelernt. Nun, ich kenne deinen Weg, der Schlümpfe zum Plaudern bringt. Papa Schlumpf! Nun, es funktioniert wirklich. Klamsi muss mir helfen, noch mehr zu schlumpfen. Papa Schlumpf, ich hab dich überall gesucht. Gargamel hat Schlumpfine und Klamsi gefangen. Was? Und er weiß, dass Klamsi deine Unsichtbarkeitsformel kennt. Wenn Gargamel die Formel in die Hände kriegt, werden wir ihn nie mehr kommen sehen. Hefti, Fami. Und jetzt soll das kleine blaue Vogelhirn wie ein Kanarienvogel singen.
Kein Gehirn kann meiner Wahrheitsformel widerstehen. Ich nenne es Plapperbad. Ein Plapperbad? Sag ihm nichts, Clumsy. Also los, kleiner blauer Plappermann, fang an zu plappern. Ich wurde geboren vor langer, langer Zeit. Ah, musst du denn wirklich am Anfang beginnen? Dann erinnere ich mich an die Zeit, als Gargamel versuchte, Papa Schlumpf in eine Kröte zu verwandeln. Monatelang war der dämliche Gargamel mit Warzen überdeckt. Mach schon weiter, mach schon weiter. Ich hoffe, dir fällt der Himmel auf den Kopf, du widerlicher Dummbeutel. Wenn ich erstmal die Unsichtbarkeitsformel habe, dann werde ich mit Schlumpfina auf meinem heißen Grill feiern. Wie weit ist es denn noch, Papa Schlumpf? Spar deinen Atem. Wenn wir zu spät kommen, wird Gargamel die Formel haben, nach der er sein ganzes scheußliches Leben lang gesucht hat. Wir kommen zur Unsichtbarkeitsformel. 2,6 Fledermausfußnägel, 3,9 Löwenzahnspuren, 7/10 einer Warzenschweinwarze und eine Prise Hexenkraut. Tja, meine kleinen Schlümpfe, er hat die Formel. Was sollen wir jetzt machen? Ich habe noch 4 Tropfen. Es ist unsere einzige Chance. Also hoffen wir, dass es klappt. Was ist das für eine herrliche Sache, mit der ich alles unsichtbar mache? Wenn ich der größte Hexer aller Zeiten werden soll, dann benötige ich etwas mehr Ruhe. Oh. Keine Angst, Schlumpfine, ich bin's, Hefty. Mach dir keine Sorgen, Clumsy. Dein bester Freund würde dich nie im Stich lassen. Blöder Kater, also wo waren die... Wie konnte sich denn der Stuhl bewegen? Was zum Teufel geht hier vor? Au! Glaubi, du bist sichtbar. Also dann, bis bald, Gargamel. Ach, so, ihr seid also entkommen. Macht nichts, ihr kleinen blauen Spaßvögel. Ihr vergesst, dass ich die Unsichtbarkeitsformel bereits habe. Na also, die Unsichtbarkeitsformel hat schlumpfastisch funktioniert. Ihr solltet ins Dorf gehen, damit Clumsy dank der Formel allen helfen kann. Was für eine Formel? Na, die in deinem magisch vergrößerten Gedächtnis. Was für ein Gedächtnis? Ich glaube, Gargamels Plapperbad hat offensichtlich Clumsys Gedächtnis leer gewaschen. Oh nein! Jetzt hat nur Gargamel die Formel. Nicht ganz, meine kleinen Schlümpfe. Als wir nämlich unsichtbar waren, habe ich Gargamels Abschrift der Formel ein klein wenig umgeschrieben. Ein Pfund Hexenkraut. Unsichtbarkeitsformel. 2,6 Fledermausfußnägel, 3,9 Löwenzahnspuren, 7/10 einer Warzenschweinwarze.